Meine Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Kinderbuchautorin Martina Türschmann. Hallo Martina, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia. Ich bin Martina Türschmann, Kinderbuchautorin und Selbstmutter von zwei Töchtern. Meine Mädels sind allerdings schon erwachsen und ausgezogen, jedoch zu meiner großen Freude in greifbarer Nähe, dass es dann doch ab und zu mal zu einem spontanen Kaffee oder Ratsch kommt. Wir leben alle in der Nähe von München und im wunderschönen Bayern, und bei gutem Wetter haben wir auch einen schönen Blick auf die Berge. Wir sind gerne draußen und in der freien Natur, ja. Wenn ich nicht draußen bin, sitze ich auch gerne an meinem Schreibtisch und grübel über meine Geschichten. Da schreibst du dann neue Geschichten. Du hast bestimmt ganz viele Ideen für ganz viele zauberhafte Kinderbücher, oder? Ja, ich habe mehrere Orangen gerade in der Luft. Ich schreibe gerade ein komplett neues Buch. Die Aurelia, das ist eine Hexe, zu der es bereits mehrere Kurzgeschichten gibt. Und Maria Schenk vom Kehlebeck Verlag, die eben auch meine vier bereits bestehenden Kinderbücher verlegt, hat mir richtig den Auftrag gegeben, daraus ein ganzes Buch zu machen, was mich total gefreut hat und mir auch richtig viel Spaß macht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Aber jetzt verrat mal, welches Kinderbuch hast du heute mitgebracht? Ich habe heute mein erstes Buch einer Reihe mitgebracht, um den Protagonisten Felix, also um den Hauptdarsteller Felix, aus dessen Sicht die Geschichte auch erzählt wird. Miesegrim, der Spielverderber heißt das Buch, und es geht um schlechte Laune. Ich denke, das kennt jeder von euch. Schlechte Laune ist hochgradig ansteckend. Und darum handelt es in diesem Buch. Meine Mädels sind gewissermaßen mit dem Miesegrim auch aufgewachsen, weil ich relativ früh damit auch angefangen habe. Und naja, wenn einer von uns schlechte Laune hatte, dann hatten wir schon immer relativ schnell einen Schuldigen, weil er ist dem Miesegrim begegnet. Und aus diesem ersten Buch, es gibt mittlerweile vier, möchte ich gerne vorlesen. Aber wir beide haben heute gute Laune. Ja, und wie. Genau. Ja, bevor ich anfange, aus dem Buch zu lesen, möchte ich ein bisschen was erzählen. Also ich habe ja schon gesagt, dass der Felix, mein Hauptdarsteller, der ist ungefähr im Alter 8, 9 Jahre. Der Felix hat einen großen Bruder, der heißt Sebastian. Die beiden Jungs haben seit einiger Zeit ein riesengroßes Problem, weil ihr Vater, der Förster des Waldes, nur noch schlechte Laune hat. Er ranzt sie an, er schimpft mit den Jungen. Und die beiden wissen nicht, was sie falsch machen. Was ist an ihnen verkehrt, dass ihr Papa nur noch schlechte Laune hat? Abgesehen davon bekommen sie auch schlechte Laune. Eines Tages, der Wald ist ihr schönster Spielplatz und sie kennen sich im Wald auch sehr gut aus, machen sie eine ganz eigenartige Entdeckung. Sie entdecken einen Weg in die Welt der Gespenster, Kobolde und Hexen. Schließen Freundschaft mit zwei Kobolden, dem Balduin und dem Benedikt, die sie dann auch auf eine Gefahr aufmerksam machen, die nicht nur die Welt der Kobolde bedroht, sondern auch der Menschen, weil das grimmige Gespenst Miesegrim, das ist schon hunderte von Jahren alt, auf seiner Burg hockt und seit einiger Zeit seine schlechte Laune in Form eines diesigen Nebels über den ganzen Wald verbreitet und wirklich ausnahmslos jeden mit Missmut und Griesgrämigkeit ansteckt, der mit dem Nebel in Berührung kommt. Und jetzt vermuten die beiden Jungs, dass sich auch der Papa angesteckt hat, weil er ja die ganze Zeit im Wald arbeitet. Ich denke mal, die Vermutung liegt nahe. Jetzt beschließen die vier neuen Freunde, zur Burg aufzubrechen, das Gespenst zu suchen und von seiner schlechten Laune zu befreien. Ich werde jetzt im Verlauf dieser Lesung drei Stellen aus der Geschichte vorlesen, das erste Kapitel fast ganz, damit ihr überhaupt erstmal erfahrt, wie man in die Welt der Gespenster kommt. Das muss man nämlich wissen. Dann möchte ich euch eine Stelle vorlesen, an der zwei Blumen vorgestellt werden, die noch eine ganz wichtige Rolle in der Geschichte spielen. Naja, und dann natürlich den Teil, an dem die vier Freunde aufbrechen, in den Nebel geraten und vielleicht auch schon eine erste Begegnung mit dem Gespenst haben. Ich fange an mit dem ersten Kapitel, das heißt der Wanderweg. Und mit meinem Wanderweg hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Du könntest mir ruhig helfen, beschwerte sich Felix.
In gebückter Haltung stiefelte er, die Augen fest am Boden, durch das Gestrüpp. Suchend schaute er mal in die eine, mal in die andere Richtung. Ein paar Zweige zerbrachen laut knackend unter seinen Füßen. Seine braun gebrannten Beine steckten in abgeschnittenen Jeans. Sie wiesen etliche Kratzer von den Dornen der Brombeeren auf. Fast hätte er es nicht bemerkt, so versteckt lag das Leder unter einem Busch. »Na, wer sagt's denn?« brummte er und schob vorsichtig einen der dornigen Zweige zur Seite. »Sebastian, ich hab ihn!« rief er laut, richtete sich wieder auf und drehte sich zu seinem Bruder um. Breit grinsend hielt er den Fußball in die Höhe. Langsam arbeitete er sich zurück zu dem Waldweg, auf dem Sebastian ungeduldig von einem Bein aufs andere trat. Auch er trug bei dem warmen Wetter kurze Hosen und ein altes, verwaschenes T-Shirt. Die Sonne stand hoch über den Bäumen, doch im Wald war es angenehm kühl. »Warum musstest du auch deinen neuen Fußball mitnehmen? Felix, komm endlich, lass uns weitergehen!« Sebastian fuhr mit den Armen durch die Luft, wodurch er für einen Moment den tanzenden Mückenschwarm vertrieb, der unablässig um seinen Kopf schwirrte. »Jetzt bleib mal locker!« Felix trat neben ihn, warf den Ball kurz in die Höhe, kickte ihn von einem Knie aufs andere. Dabei zog er eine Grimasse. Seitdem ihr Vater, der Förster dieses Waldes, nur noch schlechte Laune versprühte, war auch mit seinem Bruder nicht mehr viel anzufangen. Ehrlich gesagt hatte Sebastian auch schon lange kein freundliches Wort mehr für die Eltern übrig gehabt, was Felix durchaus verstand, denn ihr Vater brauste mittlerweile wegen jeder Kleinigkeit auf. Insgeheim gestand er sich ein, dass Sebastian weitaus mehr abbekam als er selbst. Lag es daran, dass sich sein Bruder bei den Streitigkeiten wehrte und sich nicht immer alles gefallen ließ? Oder hatte der Vater nur größere Erwartungen an Sebastian, weil er der Ältere war? Felix musste längst nicht so viel mit anpacken. Das war allerdings kein Grund dafür, dass sich Sebastian jetzt auch ihm gegenüber blöd verhielt. Er bekam die miese Laune des Vaters ja auch zu spüren. »Bist du immer noch sauer auf Papa?« Felix ließ den Ball auf den Waldweg fallen und zupfte sich einen Zweig von der Hose, der sich seit seinem Ausflug in das Brombeergestrüpp hartnäckig an ihm festhielt. Vater und Sebastian hatten sich in der Früh fürchterlich gezofft. Der lautstarke Streit hatte vermutlich die gesamte Nachbarschaft aufgeweckt. Den ganzen Vormittag schon war Sebastian mürrisch und in sich gekehrt, was Felix langsam auch den Spaß an ihrem Waldausflug verdarb. Schlechte Laune war ansteckend, und zwar hochgradig. Jetzt wurde er auch noch von seinem Bruder ignoriert. Schweigend folgten sie dem breiten Forstweg, der in der Ferne einen Bogen beschrieb und zwischen den Bäumen verschwand. Felix lag etwas Tröstendes auf der Zunge. Doch dann blieb sein Blick zwischen den Bäumen hängen. Hinter einem der dicken Stämme schlängelte sich ein schmaler Trampelpfad in den Wald hinein. Der war ihm bisher gar nicht aufgefallen. Merkwürdig. »Schau mal, Sebastian, den Weg da vorne gab es bis gestern noch nicht.« »Welcher Weg?« fragte Sebastian irritiert. Sein Blick folgte dem ausgestreckten Zeigefinger. »Hier gibt es keinen Trampelpfad.« Langsam trat sein Bruder an den Wegesrand. »Wir sind hier schon so oft vorbeigelaufen.« Jetzt kniff er die Augen zusammen. »Wo kommt der denn her?« Felix' Neugierde war geweckt. »Komm!« Ohne zu zögern klemmte er sich den Ball unter den Arm, packte seinen Bruder am T-Shirt und zog ihn mit sich. Sie folgten dem Pfad, der sich kreuz und quer durch das Dickicht wand. Schon bald war der Forstweg nicht mehr zu sehen. Nach einer Weile beschleunigten sie ihren Schritt. Etwas außer Atem liefen sie um einen dichten Busch, ließen die letzten Bäume hinter sich und betraten eine Lichtung, in deren Mitte das Wasser eines kleinen Sees in der Sonne funkelte. Im Laufschritt erreichten sie das grasbewachsene Ufer. Felix kniete sich an den Rand. Das Wasser war klar und schien recht tief zu sein. Sebastian suchte ein paar flache Steine, dann hockten sie sich nebeneinander auf die Wiese. »Schon komisch«, brummte Sebastian und schmiss ein paar Steine ins Wasser. »Was ist komisch?«, fragte er, als sein Bruder nicht mehr weiterredete. »Na, dieser See und das alles hier. Seitdem wir den Forstweg verlassen haben, kenne ich unseren Wald nicht mehr. Papa hat uns auch schon lange nicht mehr mitgenommen.« Doch so ganz war Felix von seinen Worten selbst nicht überzeugt. Er setzte sich wieder gerade hin.
Es war tatsächlich höchst seltsam, dass sie bisher bei ihren Streifzügen nie auf diesen See gestoßen waren. Ich möchte auch mal Förster werden wie Papa. Dann kann ich den ganzen Tag im Wald herumstreifen, überlegte er laut. Sebastian holte aus, warf den Stein, mit dem er gespielt hat, über das Wasser und verzog das Gesicht. Dann sieh zu, dass du nicht auch so unausstehlich wirst wie er. Seine schlechte Laune ist kaum noch auszuhalten. Der nächste Stein flog durch die Luft und verschwand mit einem lauten Platschen im See. Felix ließ Sebastian sitzen, wo er war, schlenderte traurig am Ufer entlang und bückte sich nach einem Stock. Früher war Papa nicht so, murmelte er und dachte an die vielen Male, die ihr Vater sie noch in den Wald mitgenommen hatte. Langsam ging er zu den Bäumen am Rand der Lichtung. Auf einmal wurde er richtig wütend und schlug voller Zorn auf die dort wachsenden Büsche ein. Er kam gerade so richtig in Fahrt, als eine Gestalt hinter einem dichten Strauch hervorsprang. Erschrocken zuckte er zusammen und hielt mitten in der Bewegung inne. Ein Junge, etwa so groß wie er selbst, umrundete ihn in einem großen Bogen und glotzte. Felix zog die Augenbrauen in die Höhe und drehte sich langsam mit. Das war gar kein Junge. Das Gesicht, in das er blickte, gehörte zu einem erwachsenen Mann, aber der steckte in einem Knabenkörper. Schlagartig verflog seine Wut. Verblüfft beobachtete er, wie sich dieser Junge oder vielmehr das Männlein rückwärts in Richtung See bewegte. Sebastian bemerkte den Kerl jetzt auch und sprang auf. Dicht am Wasser blieb das Männlein stehen und schaute zwischen ihnen hin und her. Bei dem Versuch, in eine andere Richtung davonzurennen, stolperte es. Seine Füße glitten im Gras aus. Der kleine Mann verlor das Gleichgewicht, ruderte mit den Armen in der Luft herum und fiel mit einem lauten Schrei ins Wasser. Stumm vor Staunen ließ Felix den Stock sinken und stierte auf die Stelle, an der das Männlein untergegangen war. Bevor er oder Sebastian reagieren konnte, tauchte es prustend und nach Luft schnappend wieder auf. So eine krötengemeine, schleimspuckende Riesensauerei. Ich bin nass. Ich bin patschnass. Er hob den Kopf und warf ihnen einen giftigen Blick zu. Wer ist das denn? Wisperte Felix. Er war drauf und dran, davon zu laufen, während der Wicht wieder zurück ans Ufer kletterte. Woher soll ich denn das wissen? Flüsterte Sebastian. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, als der Typ angerannt kam. Diese Begegnung war Felix nicht geheuer. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch beobachtete er, wie der Kerl sich ihnen langsam näherte und dabei, so gut es ging, das Wasser aus der Kleidung verrang. In sicherer Entfernung blieb er stehen und sagte laut, ich bin Balduin, genauer gesagt Balduinus Baldur Brimborium aus der Familie der Waldkobolde. Felix riss die Augen auf. Hatte er gerade richtig gehört? Vor ihnen stand ein Waldkobold? Gab es auch andere? Ein Kobold. Sebastian lachte laut auf. So ein Blödsinn. Die gibt es doch nur im Märchen. Zögernd traten sie näher. So, und was bin ich? Vielleicht ein Regenwurm oder eine Wasserschildkröte? Murmelte der kleine Kerl. Dann schaute er Felix direkt ins Gesicht. Glaubt ihr im Ernst, dass wir uns euch Menschen einfach so zeigen? Dann hätten wir keine Ruhe mehr. Ich wohne seit über 100 Jahren allein an diesem See und möchte, dass es so bleibt. Er stemmte die Hände in die Hüften, als hätten sie etwas verbrochen. Dann drehte er sich dem See zu und zeigte auf zwei große Weiden am anderen Ufer. Ihre Zweige hingen bis auf das Wasser herab. Da drüben ist mein Zuhause. Hinter den Bäumen entdeckte Felix jetzt ein kleines, rundes Haus mit Schilfdach. Es war gut versteckt. Kein Wunder, dass es ihm vorher nicht aufgefallen war. Sebastian zog seine sommersprossige Nase kraus. Das ist doch verrückt. Wenn du so lange hier lebst, hätten wir uns schon mal begegnen müssen. Unser Vater ist der Förster und wir kennen den Wald schließlich ganz genau. Den Wald vielleicht, aber nicht diesen See, gab Felix zu bedenken. Balduin nickte nachdenklich. Ihr seid wohl auf einen Wanderweg gestoßen. Sebastian drehte sich in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Was soll denn der Quatsch? Widersprach sein Bruder. Wir gehen ständig auf Wanderwegen spazieren. Die sind doch nichts Besonderes. Davon gibt es viele im Wald.
Ja, schon, erwiderte der Kobold gedehnt, aber einen Wanderweg von dieser Sorte eben nicht. Ich rede von Wegen, die ihren Verlauf verändern und sich den Menschen nur zeigen, wenn sie an die alten Geschichten glauben. Diese Pfade wandern, damit wir Waldwesen unentdeckt im Verborgenen leben können. Das letzte Mal ist ein Mensch zu Lebzeiten meines Ururgroßvaters hierher gelangt. Ihr seid die ersten Menschen, die ich zu Gesicht bekomme. Wenigstens einer von euch muss fest an uns glauben, sonst hättet ihr den Wanderweg nicht finden können. Felix merkte, wie er langsam rot anlief. Er zweifelte nicht an den Geschichten und Märchen, die ihre Mutter früher vorgelesen hatte. Nur so ist es möglich, in unsere Welt zu gelangen, fügte Balduin hinzu. Ich möchte euch zu einem Stück Butterpilzkuchen und einer Tasse Holundertee einladen. Dabei können wir uns viel besser unterhalten. Dann stapfte er los. Ohne zu zögern, lief Felix hinterher. Nach ein paar Schritten drehte er sich um und wartete auf Sebastian, der ihnen nun langsam folgte. Der Fußball blieb völlig vergessen am Seeufer liegen. Die beiden Jungen folgen dem Kobold, gelangen so auf die andere Seite des Sees, zu dem Haus des Kobolds und begeben sich gleich mit dem Kobold direkt in seinen Garten. In diesem Garten wachsen Blumen, die hatte Felix noch nie zuvor gesehen. Blumen zierten zu beiden Seiten einen geschwungenen Pfad, der zu einer Bank am See führte. Sie wurde von den Zweigen der Weiden beschattet. Ansonsten kannte er nur Vergissmeinnicht und Margariten. Die Namen all der anderen Blumen wusste er nicht. Felix schlenderte seinem Bruder und dem Kobold hinterher und betrachtete die Vielfalt der Pflanzen. Vor einer hochgewachsenen Staude, die ihre kleinen weißen Blüten der Sonne entgegenreckte, blieb er stehen. Ihre Kelche waren wie das Fell eines Zebras mit feinen schwarzen Streifen durchzogen. Wie eigenartig! Von der Zebrablume angezogen, fasste er eine der Blüten vorsichtig an und beugte sich vor. Doch bevor er an der Blüte riechen konnte, rief Balduin: Vorsicht, weg da! Das ist eine Husteblume! Schnell zog Felix seine Hand zurück und ging auf Abstand, ohne den Blick von der Staude abzuwenden. Dann lief er zu Balduin und Sebastian, die auf halber Strecke zum See auf ihn warteten. Wenn sie dir ins Gesicht niest, erklärte der Kobold, steckt sie dich blitzschnell mit einer schlimmen Erkältung an. Als hätte jemand die kleinen Blüten zum Leben erweckt, bewegten sie sich hin und her. Schließlich niesten und husteten sie in alle Richtungen. Ein paar Schritte weiter deutete Balduin in sicherer Entfernung auf einen Busch mit großen, feuerroten Blüten, aus deren Mitte ein dicker, fleischiger Knoten wuchs. Und hier haben wir mein Maidekraut. Es beißt, warnte er. Felix traute seinen Augen kaum, als Sebastian trotz der Warnung einen der Kelche verstohlen mit den Fingerspitzen streifte. Blitzschnell öffnete sich der schwarze Knoten, winzige, spitze Zähnchen schnappten zu. Sebastian sprang zur Seite. Das Maidekraut verfehlte ihn nur um Haaresbreite und fauchte, was das Zeug hielt. Ja, bringt euch denn niemand bei, dass man unbekannte Pflanzen nicht anfassen darf, murmelte Balduin kopfschüttelnd. Auf einmal rumpelt es im Garten. Ich muss jetzt noch ein bisschen erzählen. Auf einmal rumpelt es im Garten und ein zweiter Kobold taucht auf. Benedikt Bengor Blockstein. Benedikt ist der Vetter von Balduin und wohnt hoch oben in den Wipfeln der Bäume in einem Baumhaus, das zu einer ganzen Baumkobold-Siedlung gehört. Und jetzt ein kleiner Einschub, da ich bei meinen Lesungen die Kinder meistens frage, weißt du, was ein Vetter ist? Ein Vetter, geschrieben mit einem Vogel-V und nicht mit einem F, also Vogel-V-E-T-T-E-R, ist der Cousin von Balduin. Früher hat man zu Cousin und Cousine Vetter und Base gesagt. Der Benedikt kommt nun in den Garten von Balduin gestürmt und erzählt von Miesegrim. Die schlechte Laune verbreitet sich immer mehr in Form eines diesigen Nebels über den ganzen Wald. Immer mehr Waldbewohner fliehen aus dem Nebel, siedeln um, weg von der Burg, weg von dieser ganzen schlechten Laune. Und nun beschließen die vier Freunde, aufzubrechen, um Miesegrim zu suchen und von seiner schlechten Laune zu befreien. So, jetzt hat der Felix ein ganz, ganz großes Problem. Was passiert, wenn er diesen Abend
nicht nach Hause kommt. Wie schaut das bei dir aus, bei dir zu Hause? Glaubst du, du kannst einfach den ganzen Tag im Wald verschwinden oder mehrere Tage im Wald verschwinden, ohne dass deine Eltern Bescheid wissen? Das kannst du natürlich nicht bringen. Ich bin selbst Mama von 2 Töchtern und ich wäre krank geworden vor Sorge, wenn die einfach am Abend nicht nach Hause gekommen wären. Nun, diese Sorge hat der Felix nun, doch der Balduin weiß Abhilfe, weil in seinem Garten auch 2 sogenannte Pfeffergesichter wachsen, mit deren Hilfe es den Eltern nicht auffallen wird, dass sie für ein paar Tage im Wald verschwinden. Aber meine Töchter sagen immer, ich soll nicht so viel spoilern, darum verrate ich euch jetzt auch nicht, was es mit diesen Pfeffergesichtern auf sich hat. Die 4 übernachten nun in der Koboldsiedlung von Benedikt. Es findet auch noch eine große Versammlung statt, im Verlauf derer beratschlagt wird, was man denn überhaupt gegen schlechte Laune tun kann. Und eigentlich weiß das so niemand so richtig. Sie verbringen die Nacht dort und sie brechen am anderen Tag zu Miesegrimsburg auf. Dort lese ich jetzt dann auch weiter. Hat einer von euch das Gespenst schon mal gesehen? Fragte Felix die Kobolde. Je näher sie ihrem Ziel kamen, desto unwohler fühlte er sich. Er kannte viele Geschichten über Geister und Gespenster. Deshalb wusste er genau, dass mit ihnen nicht unbedingt zu spaßen war. Nein, antwortete Balduin, es zieht niemanden in die Nähe der Burg. Sie liegt weit ab von unseren Wegen und der Wald ist dort sehr düster. Wir Kobolde hatten bisher nicht das Bedürfnis, Miesegrim näher kennenzulernen. Benedikt, der mit Sebastian voranging, fügte mit gedämpfter Stimme hinzu, so ist es. Ich habe ihn zwar noch nie gesehen, aber dafür gehört, zur Geisterstunde dringt sein Heulen manchmal bis zu unserer Siedlung vor. Er blieb stehen und drehte sich um. Ich kann euch sagen, das klingt ganz schön schaurig, flüsterte er. Balduin warf seinem Vetter einen vorwurfsvollen Blick zu. Jetzt krieg dich wieder ein, du machst den beiden Angst. Benedikt kicherte nur und zwinkerte ihnen zu. Also mich wird so ein Gespenst nicht aus der Ruhe bringen, versicherte Sebastian und klopfte Felix auf die Schulter. Du Angeber! Felix ärgerte sich über das breite Grinsen seines Bruders und zog eine Grimasse. War er denn der Einzige, der Angst hatte? Tu doch nicht so, als würdest du dich mit Gespenstern auskennen, verteidigte er sich. Benedikt legte den Arm um ihn. Miesegrim ist nicht gefährlich. Vertrau darauf. Der Alte ist nur eine einsame Stinkmorchel, die den anderen ihr frohes Gemüt neidet. Ein verbitterter Geist, der sich nach jemandem sehnt, der ihn gern hat, fügte Balduin hinzu. Und genau das dürfen wir nie aus den Augen verlieren, mahnte Benedikt. Wisst ihr eigentlich, warum Geister zur Geisterstunde so schaurig auf ihren Burgen stöhnen und heulen? Fragte Balduin und warf einen unschuldigen Blick in die Runde. Na, weil sie dann gruseliger rüberkommen und allen Angst einjagen, vermutete Sebastian. Ta, weit gefehlt. Balduins Stimme nahm einen geheimnisvollen Tonfall an. Ihr habt ja keine Ahnung, wie schrecklich so ein Gespenst leiden muss. Balduin lachte und stimmte ein Lied an. Schon bald sang Benedikt mit. Geister sind gar lustig drauf, sind ab Mitternacht wohl auf, aber in der Nacht ist's kalt und Gespenster sind sehr alt. Drum heulen sie und krächzen, stöhnen in den allerhöchsten Tönen. Dann rufen sie, huhu, ach je, uns tut der Geister halt so weh. Und wenn dann mal ein Wanderer kommt, eine Nacht in den Gemäuern wohnt, hört er das Ächzen, Krächzen, Stöhnen, das Kettenschlagen und das Dröhnen. Ein Schauer rennt ihm durch die Knochen. Ach, wär er bloß nie aufgebrochen. Dann hört er sie, huhu, ach je, uns tut der Geister halt so weh. Der Wanderer aber rennt und flieht, den Schmerz des Geistes er nicht sieht. Daheim er seine Geschichte erzählt, der Geist sich aber schrecklich quält. Nacht für Nacht kann er nur ächzen, wimmern, klagen, heulen, krächzen, kann rufen nur, huhu, ach je, mir tut der Geister halt so weh. Nur dass Miesegrim keine Halsschmerzen hat, kicherte Sebastian. Nein, er ist einsam, erwiderte Balduin ernst. Was machen wir, wenn wir auf der Burg sind? Fragte Felix. Er hatte absolut keine Vorstellung davon, wie sie ein altes Gespenst von seiner grantigen Stimmung befreien sollten. Es stellte sich heraus, dass der Weg zur Burg weiter war, als es von Benedikts Terrasse den Anschein gehabt hatte. Mit Erzählen und Singen verging die Zeit für Felix jedoch wie im Fluge. Es war bereits Nachmittag,
als sie nach einer kurzen Rast den Hauptweg verließen und einen schmalen Pfad einschlugen, der sie durch unwegsames Gelände führte. Sie konnten nur noch im Gänsemarsch hintereinander laufen. Je weiter sie kamen, umso dichter rückten die Bäume zusammen. Der lichte, freundliche Wald wirkte jetzt ziemlich düster. Allmählich machte sich auch der gestrige Abend bemerkbar. Müde und ohne ein Wort trotteten sie vor sich hin. Felix dachte an die beiden Pfeffergesichter. Konnte er darauf vertrauen, dass die Wurzeln ihre Rollen spielten, ohne dass der Schwindel den Eltern auffiel? Plötzlich überkamen ihn Zweifel. Er sehnte sich nach seinem Zuhause. In Gedanken sah er seine Eltern am Kaffeetisch sitzen und diese leckeren Schokoladenkekse essen, die seine Mutter so oft einkaufte. Obwohl, seit sein Vater nur noch schlechte Laune versprühte, saßen sie immer seltener zusammen. Er fühlte sich immer träger und lustloser. Ohne großes Interesse nahm er zur Kenntnis, dass aus allen Richtungen dünne Nebelschwaden auf ihn zukrochen. Langsam wickelten sie sich um seine Füße. Je mehr sich der Dunst um ihn verdichtete, desto mutloser fühlte er sich. Was hatten Sebastian und er hier überhaupt zu suchen? Die Bäume rückten näher. Undurchdringliches Gestrüpp versperrte jetzt häufig den Weg und zwang sie, einen Umweg durch das Unterholz einzuschlagen. Das Sonnenlicht drang nur trübe zu ihnen durch. Kein Laut war zu hören. Kein Vogel sang sein Lied. Der Nebel entfaltete seine Wirkung. Niedergeschlagen kämpfte er sich voran. Immer wieder ließ er beim Gehen herabhängende Zweige nach hinten schnalzen. Er wünschte sich raus aus diesem Wald und weit weg. Im nächsten Moment bekam er einen derben Stoß in den Rücken und fuhr herum. »Pass doch auf«, fauchte Sebastian. Einer der Zweige hatte seinen Bruder offensichtlich ins Gesicht getroffen. »Gut so, pass doch selber auf, Blödi, schleich halt nicht so dicht hinter mir her«, zischte er, streckte Sebastian die Zunge raus und boxte zurück. Sein Bruder wich geschickt aus, der Stoß verfehlte ihn. Zu Felix großem Ärger befand er sich gleich darauf im Schwitzkasten. Er platzte vor Wut, wehrte sich so gut er konnte, kassierte einen schmerzhaften Seitenhieb und wand sich in Sebastians Arme. Doch der war stärker und hielt ihn unerbittlich fest. »Lass los, du tust mir weh«, brüllte Felix und versuchte, seinem Bruder gegen das Schienbein zu treten. Der lachte nur hämisch und setzte, ohne loszulassen, einen Schritt zurück. Voller Zorn musste sich Felix eingestehen, dass er keine Chance hatte. »Habt ihr's bald, ihr Streithähne?«, fragte Benedikt. »Wir würden gerne weitergehen.« Die Kobolde warteten und beobachteten das Geschehen mit müden Augen. Sebastian sah kurz auf und blaffte. »Immer mit der Ruhe, geht's dir gerade nicht schnell genug, oder was?« Dabei passte er für einen Moment nicht auf und es gelang Felix, sich zu befreien. Er stapfte ein paar Schritte ins Unterholz und starrte Sebastian aus sicherer Entfernung an. Wenn er nur größer und stärker wäre, dann könnte er es endlich mit ihm aufnehmen. Jetzt motzte Balduin zurück. Pampt doch hier nicht so rum. Dann direkt an Benedikt gewandt. Und du musst dich, Schneckenschleim klar, gleich wieder einmischen. Nun standen sich die Kobolde mit wütenden Gesichtern gegenüber. Jetzt mach mal halblang, du bist doch derjenige, der sonst immer alles besser weiß und sich als Schlaukobold aufspielt, schimpfte Benedikt. Was soll das heißen? Wer ist denn gestern zu mir an den See gekommen? Balduin spuckte die Worte förmlich aus. Dann veränderte er seine Stimmlage und äffte Benedikt nach. Wir müssen unbedingt etwas gegen die schlechte Laune von Miesegrim unternehmen. Und so ging es in einem fort, bis Benedikt sagte, ja, bestimmt wird der Nebel kilometerweit an deinem Haus vorbeiziehen. Der Spott in seiner Stimme war nicht zu überhören. Der Nebel. Felix schaute an sich hinunter. Genau wie seine Gefährten stand er bis zu den Knien im Dunst. Na bravo, seht ihr das? Benedikt zeigte mit dem Finger nach unten. Wir sind ja schon mittendrin. Er atmete tief durch. Und wie das wirkt, stöhnte er. Ist ja nicht zum Aushalten. Auf was haben wir uns da bloß eingelassen, klagte Balduin. Miesegrim hat uns echt voll erwischt, ächzte Sebastian und schnaufte wie nach einem Fußballtraining.
Ja, und wahrscheinlich fliegen ihm gleich noch dicke Popel aus der Nase, erwiderte Felix grimmig. Bei den Worten prusteten die Kobolde und sein Bruder los. Als sie sich wieder beruhigt hatten, standen sie sich eine Weile grinsend im Unterholz gegenüber. Felix wurde leichter ums Herz. Dann blickte er sich um. Irgendwas geschah mit dem Nebel. Seht doch, rief er, bild ich mir das jetzt nur ein oder zieht sich der Dunst zurück? Du hast recht, es klart tatsächlich auf, erwiderte Balduin und schob Benedikt wieder in Richtung Burg. Ein Großteil des Nebels hatte sich verzogen, sodass sie ihre Umgebung wiedererkennen konnten. In ausgelassener Stimmung liefen sie weiter durch das Dickicht. Der Pfad führte eine steile Anhöhe hinauf und endete vor einer Steinmauer. Ich glaube, wir sind da. Die Erleichterung in Benedikts Worten war nicht zu überhören. Sie hatten die Burg gefunden. Etwas unschlüssig gingen sie an der Mauer entlang bis zu einer Stelle, wo einige Steine fehlten. Sie kletterten durch den Bruch und gelangten auf eine mit hohem Gras bewachsene Fläche, die sich zwischen Mauer und Burg ausbreitete. Ihnen gegenüber reckte sich ein Turm in den Himmel. Voller Tatendrang arbeiteten sie sich durch das hohe Gras. Ihr Weg führte leicht bergauf. Dann folgten sie Sebastian in einen breiten Durchlass. Vor ihnen lag ein Hof, der früher von vier Wänden eingeschlossen gewesen war. Die Mauer rechts von Felix existierte nicht mehr. Ein großes Loch klaffte ihm entgegen und gab den Blick auf den Wald frei. Die Sonne stand schon dicht über den Bäumen. Die Abenddämmerung würde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Neugierig schaute er sich um. Das Haupthaus sah noch intakt aus. Eine Pforte, die sich in einem noch recht guten Zustand befand, führte hinein. In der Mitte des Platzes stand ein Brunnen oder vielmehr das, was von ihm übrig war. Im Hof wuchsen Gras und Brennnesseln wild durcheinander, überwucherten Steinbrocken und Mauerreste, die aussahen, als hätte ein Riese sie willkürlich verteilt. Nach einer Weile trat Benedikt zu ihm. Wollen wir? Fragte er, legte ihm eine Hand auf die Schulter und schob ihn zum Portal des Haupttraktes. Sebastian und Balduin schlossen sich an. Schauen wir mal, ob wir durch das Portal kommen. Der Kobold streckte seine Hand aus, zuckte aber sofort wieder zurück und stieß einen empörten Schrei aus. Ich glaube, ich spinne, das Ding hat nach mir geschnappt. Vollkommen perplex schaute Felix auf den Türgriff. Das durfte doch nicht wahr sein. Ein Mund hatte sich aus dem rostigen Eisen der Klinke geformt und verzog sich nun zu einem hämischen Grinsen. Waren das etwa Zähne? Er rieb sich die Augen und sah genauer hin. Der Griff bewegte sich, schloss den Mund und nahm wieder seine alte Form an. Na, dir wird das Beißen noch vergehen, brummte Balduin, setzte seinen Rucksack ab und lehnte ihn an das Gemäuer. Dann stellte er den Käfig mit dem Maidekraut äußerst behutsam daneben, zog sich seine Gartenhandschuhe an und öffnete das Türchen. Wollen doch mal sehen, was du dazu zu sagen hast, murmelte er. Vorsichtig nahm er den Stängel mit den sich windenden roten Blüten heraus und näherte sich der Tür. Fasziniert beobachtete Felix, wie sich einer der schwarzen Fruchtknoten in dem Handschuh verbiss und an dem festen Stoff zerrte. Der Türgriff bog sich so weit zurück, wie es ihm möglich war, um den spitzen Zähnchen auszuweichen. Willst du wohl aufmachen, knurrte Balduin. Bedrohlich schwenkte er das Maidekraut hin und her. Die dicken, fleischigen Knoten schnappten immer wieder zu. Langsam bewegte sich der Griff in seine ursprüngliche Position. Dabei öffnete er den Mund. Holte das Ding gerade Luft? Felix traute seinen Augen kaum. Dann setzte der Griff zu einem fürchterlichen Kreischen an, das ihm ein Schauer über den Rücken jagte. Immerhin war die Pforte jetzt offen. Benedikt trat als erster hindurch, gefolgt von ihm und Sebastian. Balduin kam als letzter. Hinter ihnen fiel die Tür mit einem lauten Knall wieder zu. Es war nicht ganz so hell wie im Burghof, aber es drang genug Licht herein, sodass sie sich umsehen konnten. Sie standen in einer großen leeren Halle. Zwischen abgebröckeltem Gestein sammelten sich hereingewehter Dreck, Zweige und Erde. In der Mitte führte eine breite Steintreppe zu einer Galerie hinauf. Langsam bewegten sie sich durch den Saal.
Am Fuße der Treppe blieben sie stehen. Als Felix nach oben sah, zuckte er kurz zusammen. Ein Ritter in goldener Rüstung, hoch zu Ross, sah ihnen entgegen. Es dauerte eine Weile, bis Felix klar wurde, dass es sich um ein großes Gemälde handelte. Die Farben waren so frisch, als wäre das Bild erst gestern gemalt worden. Was Felix einen weiteren eiskalten Schauer über den Rücken jagte, war der finstere Blick, mit dem ihn der Ritter musterte. Am besten, wir teilen uns auf und erkunden das Gemäuer, solange es noch hell ist, schlug Balduin vor. Hielt noch das sich windende Maidekraut in den Händen. Benedikt und ich suchen einen geeigneten Schlafplatz. Vielleicht gibt es oberhalb der Treppe einen brauchbaren Raum. Schaut ihr zwei euch mal hier unten um. Macht aber nicht zu lange, fügte Benedikt hinzu. Wenn es dunkel wird, sollten wir wieder beisammen sein. Balduin stieg bereits vorsichtig die Stufen hinauf. Auf halber Höhe drehte er sich noch einmal um und sagte, nachher treffen wir uns oben. Keiner von ihnen ahnte, dass sie von einem zusammengekniffenen Augenpaar scharf beobachtet wurden. Und jetzt bin ich ein bisschen gemein und höre auf zu lesen, aber wie meine Töchter, wie gesagt, immer sagen, ich soll nicht so viel spoilern. Vielleicht habt ihr ja Lust, weiterzulesen, wie es mit dem Miesegrim weitergeht und ob die beiden Jungs, Sebastian und Felix und die beiden Kobolde, die vier Freunde, es tatsächlich schaffen, den Miesegrim von seiner schlechten Laune zu befreien. Schade, dass du jetzt aufhörst. Ja, ich muss aber an einer spannenden Stelle aufhören. Ja, ich finde das immer schade. Ich fieber mit und auf einmal ist Schluss. Hat es dir denn gefallen, was ich vorgelesen habe? Ja, das war total schön. Deswegen bin ich ja so traurig. Aber ich verstehe das. Ich verstehe das. Total. Ja, muss sein. Genau. Aber Martina, warum Miesegrim? Also warum geht es bei dir um schlechte Laune? Da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich mit Kinderbuchschreiben, Geschichten erzählen erst einmal so überhaupt nichts am Hut hatte. Wir haben aber dann, mein Mann und ich, als meine Kinder noch klein waren, als meine Mädels noch, ich glaube, wir haben angefangen, da waren sie im Kindergartenalter, hatten wir ein Abendritual. Wir haben zur Bettgehzeit uns gefragt, wie war denn der Tag, was war gut, was war nicht so gut. Wir haben über den Tag gesprochen, dann haben mein Mann oder ich, wir haben Geschichten erzählt, vorgelesen. Ja, und irgendwann, ich muss zu meiner Schande dazugestehen, habe ich das Thema schlechte Laune in die Familie gebracht. Ich habe mich selber so mit schlechter Laune angesteckt an dem Tag. Ich habe mit meinen Mädchen geschimpft. Ich war so richtig doof. Die haben überhaupt nichts recht gemacht. Ja, und dann habe ich mich abends noch mit meinem Mann gezofft. Der wurde dann auch richtig blöd. Und dann haben wir uns gefragt, was war denn das heute? Schlechte Laune ist hochgradig ansteckend. Und so ist diese Geschichte zu dem Miesegrim entstanden. Und im Verlauf unserer abendlichen Vorleserunde und die Gespräche, die wir geführt haben, ist die Geschichte immer größer und größer und größer geworden, bis ich mich dann einfach irgendwann hingesetzt habe und ein ganzes Buch daraus gemacht habe. Deswegen schlechte Laune. Ah, okay. Alles klar. Und jeder hat mal schlechte Laune. Ja, würde ich mal schon sagen. Ja. Also, ich kenne niemanden, der noch nicht schlechte Laune hatte. Genau. Sich mit schlechter Laune angesteckt hat. Das ist ja das Nächste. Wie kommst du denn immer auf deine Ideen für deine Kinderbücher? Als ich dann mit dem Miesegrim angefangen habe, mit diesem ersten Kinderbuch, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, konnte ich auch nicht mehr aufhören. Und ich habe mir dann Themen für meine Bücher ausgesucht, die meine Kinder im Grundschulalter sehr beschäftigt haben. Das zweite Miesegrim-Buch, Miesegrim in Gefahr zum Beispiel, da geht es um Angst. Welche Angst kann ich mich stellen, um daran zu wachsen? Aber welche Angst sagt mir, dass ich mich nicht in Gefahr, welche Angst sagt mir, dass ich mich nicht in Gefahr begebe und nicht durch den dunklen Tunnel oder nicht durch die dunkle Straße gehe oder mir irgendwie Hilfe hole? Das war der zweite Miesegrim. Genau. Dann hatten wir noch das Thema richtiges Zuhören. Und im vierten, also richtiges Zuhören, das ist das dritte Buch, Die Hexe vom Pompamus. Auch Großeltern haben spannende Geschichten zu erzählen. In diesem Buch hat der Miesegrim eine Pause.
Und der Felix kriegt wirklich große Ohren, der kriegt Blumenkohlohren, als er erfährt, dass seine Großmutter, die Oma Trude, die nur noch langweilig im Sessel rumsitzt, eine Hexe kennt, die den Wald unsicher macht. Man muss einfach nur richtig zuhören. Großeltern haben spannende Geschichten zu erzählen. Naja, und im vierten Buch geht es um blödes Geschnassel, Miesegrimm und die Plaudertasche. Ich erzähle auch gerne Geschichten, man erzählt gern Geschichten über andere, aber das kann auch verletzen. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, ja, genau, das ist dann das, das ist das vierte Kinderbuch, Miesegrimm und die Plaudertasche, die dieses Thema hat. Mobbing ist so hochgegriffen, aber einfach dummes Gerede, was andere verletzen kann. Da hast du sehr interessante Themen. Ja, das sind einfach die Themen, mit denen sich meine Kinder beschäftigt haben, die dann auch, über die wir gesprochen haben abends oder wenn es halt einfach angefallen ist. Ich glaube, das trifft so fast jedes Kind oder jedes Kind. Das sind tolle Themen, die du aufgegriffen hast in deinen Büchern, die eigentlich immer aktuell sind. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade im Grundschulalter die Kinder erstmal in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden müssen, mit solchen Themen, die ihnen begegnen, fertig werden müssen, um über die ganzen Probleme, die hier zurzeit in unserer Welt auf uns einströmen, um die bewältigen zu können. Das stimmt. Genau. Für welches Vorlesealter ist dein Buch geeignet? Also wenn wir das jetzt vorlesen würden, unseren Kindern, also du, deinen Kindern, ich meinen und so weiter. Also ich weiß tatsächlich von 6- und 7-Jährigen, die das schon vorgelesen bekommen haben. Und es hat diesen Kindern auch sehr, sehr gut gefallen. Aber ich sage immer, das richtige Lesealter ist halt für Grundschulkinder so ab 8 und etwas darüber hinaus. Einfach solange sie noch Spaß an Koboldhexen und Gespenstergeschichten haben. Also 8 bis 11, 12 Jahre. Zum Selberlesen dann ab 8 Jahre. Genau, genau. Warum schreibst du Kinderbücher? Ich habe meine Kinderbücher eigentlich für meine Töchter geschrieben. Wenn ich dazu beitragen kann, die Kinderwelt ein wenig unbeschwerter zu machen, jetzt gerade am Beispiel vom Miesegrimm, wenn klar wird, dass jeder grimmige Satz, die schlechte Laune eines anderen, jede Unfreundlichkeit, wenn klar wird, dass das nichts mit dir selber zu tun hat, sondern dass du die schlechte Laune bei dem anderen lassen kannst, dann habe ich mein Ziel erreicht. Kinder lernen mit Geschichten ihr eigenes Leben zu meistern. Und wenn Autoren und Autorinnen es schaffen, das ohne erhobenen Zeigefinger hinzukriegen, dass sich die Kinder mit der Hauptfigur identifizieren können und gemeinsam eins dieser Probleme bewältigen, dann bin ich der Meinung, dass das die Kinder einfach ein Riesenstück vorwärts bringt. Und darum schreibe ich Kinderbücher. Das ist sehr schön. Nicht aufhören, bitte. Vielen Dank. Nein, es ist für mich einfach so, heute schreibe ich Kinderbücher, um Kinder emotional zu stärken, hin zu einem gesunden Selbstwertgefühl. Und das macht mich einfach glücklich, wenn ich das hinkriege. Das ist total schön. Danke. Hast du einen Tipp, wie Eltern ihre Kinder für Bücher begeistern können? Ja, ich denke mal, allem voran ist es unheimlich wertvoll, in frühester Kindheit einfach vorzulesen. Kinder verbinden das mit gemeinsamer Zeit und werden das auch immer in guter Erinnerung behalten. Also von meinen Töchtern bekomme ich heute noch immer mal wieder Bemerkungen wie, oh, weißt du noch damals, da hast du uns das Buch vorgelesen, oh, und Mama, du bist beim Vorlesen eingeschlafen. Das habe ich mir auch schon anhören müssen. Zum Teil kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber den Kindern, meinen Töchtern, ist viel im Gedächtnis geblieben. Und das animiert natürlich auch, das führt sie an das Lesen, das führt sie an Geschichten heran. Und wenn sie dann selbst lesen lernen, ja, vielleicht nicht wirklich Spaß daran haben, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man gemeinsam ein Buch liest. Jeder liest mal abwechselnd eine Seite. Das haben wir in der Familie sogar in Urlauben gemacht. Wir haben ganze Bücher zusammen gelesen. Und das wird ja auch wieder mit gemeinsamer Zeit verbunden. Ich finde das für die Kinder unglaublich wichtig.
Man kann auch die Bücherei vor Ort aufsuchen, die Kinder mitnehmen, mit ihnen gemeinsam Bücher aussuchen, darüber sprechen, was ihnen überhaupt Spaß machen könnte. Was interessiert die Kinder? Pferdebücher, Internatsgeschichten, Kinderkrimis. Es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und dann findet ja auch, wenn ich ein Buch lese, gewissermaßen Kino im Kopf statt. Die Fantasie wird angeregt. Man kann richtig in ein Buch eintauchen. Ich finde zum Beispiel auch sehr wichtig, dass wenn eine Geschichte verfilmt wird, dass ein Kind das Buch dazu zuerst liest. Es ist ein Eintauchen in eine komplett andere Welt. Und ich glaube, ich habe das schon gesagt, es ist für mich einfach sehr wichtig, Kinder lernen mit Geschichten ihr eigenes Leben zu meistern. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ich bin auf Facebook und auf Instagram, wobei ich Facebook nicht wirklich pflege. Aber auf Instagram findet man mich unter meinem Namen, Martina Türschmann, Türschmann mit UE geschrieben. Dann habe ich natürlich eine Website, www.miesegrim.de. Genau. Also mehr mache ich in den sozialen Medien nicht. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Mein Buch ist im Prinzip überall bestellbar, in jeder Buchhandlung, in deiner Lieblingsbuchhandlung. Es gibt es aber auch online oder direkt beim Kehlebeck Verlag. Meine Bücher werden vom Kehlebeck Verlag herausgebracht. Die ersten beiden Bücher sind bereits auf dem Markt in zweiter überarbeiteter Auflage. Das dritte Buch, Die Hexe von Pompamoos und die Plaudertasche, sind noch im Selbstverlag veröffentlicht. Ich habe 2007 mit meinen Büchern angefangen. Und die Maria Schenk vom Kehlebeck Verlag bringt jetzt im Frühjahr 2023 in zweiter Auflage Die Hexe von Pompamoos raus. Also man kann sich auch direkt an den Verlag wenden. Das ist www.kehlebeck-verlag.de. Dann kann man die natürlich auch beziehen. Aber ich bin, wie gesagt, auf mehreren Online-Plattformen, Thalia, buch.de, da findet man mich eigentlich überall. Genau. Wir kommen jetzt leider schon zur letzten Frage, Martina. Was wünschst du dir von deinen kleinen und großen Lesern? Zunächst freue ich mich natürlich, wenn ihnen die Bücher gefallen, der Miesegrim oder die Hexe. Und wenn Sie Freude und Interesse daran haben, weiterzulesen und ich Sie generell dazu animieren kann, selbst Spaß am Lesen zu bekommen, Bücher zu lesen und meine eigene Leselust damit einfach ein bisschen weitergeben kann. Naja, und wie gesagt, wenn ich dazu beitragen kann, die Kinderwelt ein wenig unbeschwerter zu machen, bin ich einfach im Glück. Das war ein schönes Wort zum Schluss. Oder ein Satz. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Du hast wirklich ein ganz tolles Kinderbuch. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, mach bitte weiter, mehr davon. Das ist ein total schönes Kompliment. Da freue ich mich sehr darüber. Und ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich überhaupt dabei sein durfte, weil ich finde das ganz, ganz klasse, was du machst. Danke. Auf diese Art und Weise, dass Kindern vorgelesen werden kann. Vielen Dank. Ich danke dir auch und du bist natürlich wieder herzlich eingeladen. Prima, bin sofort dabei. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.